Oh, Leute, hier muss irgendwo Odi sein. Odi. Oh, Odi? Rexy, wie sind wir hergekommen? Ich weiß es nicht. Hast du auch diese Einladung bekommen? Ja, hab ich auch. Und jetzt ist ja alles dunkel und hier ist ein... Guck mal, ein Schokokuchen mit Gesicht. Hä? Odi, ich glaube, wir sind bei Five Nights at Freddy und wir müssen versuchen, hier zu überleben. Oh Mann, Odi, wir müssen hier rumgehen. Oh, na gut, dann lass uns starten, Brex hier. Okay, glaubst du, es ist gut, sich aufzuteilen? Niemals aufteilen. Leute, wenn ihr mal zusammen mit mir und Odi spielen wollt, dann lasst jetzt ein Like und ein Abo da. Und aktiviert die Glocke, damit du es nicht verpasst, wenn du eingeladen wirst. Stimmt's, Odi? Genau, Rex hier. Okay, wir dürfen jetzt keine Zeit verlieren. Wir müssen uns hier umschauen. Wenn du irgendwas siehst, dann musst du mir Bescheid geben, okay? Na gut, Rex hier. Oh Mann, ey. Oh, hier sind irgendwelche Räume. Das sieht so aus, als wäre das... eine Kantine. Wow. Wow, da ist ein Monster. Bei mir auch. Ach so, du... Wow, Odi, schau mal. Die sind aber kaputt. Die können sich nicht bewegen. Das ist schon mal sehr gut. Ihr Blödmänner. Sag das nicht zu laut, Odi. Nachher können die sich bewegen. Was dann? Die können sich bestimmt nicht bewegen. Die waren doch kaputt. Hier sind Toiletten. Hier ist ein Geheimraum. Oh. Was ist das hier? Nein, ach, hier kommt man raus. Zu den Monstern, du hast recht. Odi, irgendwas passiert gleich. Siehst du unten rechts diesen Kuchen da oder was das auch ist? Zeit, Brexy, eine Minute noch. Oh, hier ist... Was ist das denn hier? Oh, er bewegt sich! Odi, lauf! Brexy, um dein Brexy, Leben! Brexy. Wohin, Odi, wohin? Oh, er hat dich gleich! Wow! Hat er dich, Odi? Ja, er hat mich erwischt. Er ist richtig schnell. Ich komm dir gleich helfen, Odi. Oh! Er hat mich auch gefangen, der Blödmann. Oh Mann, das ist voll schwer. Wir müssen versuchen, so lange wie möglich dort zu überleben, Odi. Na gut, das schaffen wir diesmal. Odi? Startet das immer von vorne? Oh, ich hab Kopfschmerzen. Was ist denn gerade passiert? Ich hab keine Ahnung, Brex. Ich hab auch Kopfschmerzen. Können wir diese Dinger hier nicht aufmachen? Mm-mm. Wir müssen irgendwie zum Technikraum kommen, Odi. Oder irgendwas finden, wo wir in Sicherheit sind. Du hast recht, Brex hier. Was ist das denn hier? Hier sind Geschenkekartons. Geschenkekartons? Schau mal, da sind gruselige Figuren an der Wand. Okay, Odi, hier irgendwo gibt es eine Kamera, die müssen wir finden. Aber du musst vorsichtig sein, wir gehen da lieber nicht nochmal durch. Oh. Nein, niemals. Teil und Service. Oh Mann, Odi, ich glaube, wir müssen da durchgehen. Mm-mm. Doch, komm schon, wir schaffen das. Wir verstecken uns einfach. Hier nicht, hier ist die Bühne, nicht über die Bühne gehen. Halt dich. Wo sollen wir denn dann drüber gehen? Hier? Einfach ganz rechts halten, Odi. Ganz rechts halten. Es passiert nichts. Komm, schnell. Wo, das ist ein Kind? Oh, was ist das denn hier? Das ist ein Roboterhund. Boah, das sieht gefährlich aus. Oh Mann, hier kommen wir wieder hier hin. Das macht doch alles gar keinen Sinn. Das ist alles voll verstrickt. Hä? Wir sind wieder am Anfang. Odi, wir müssen den Ausgang finden. Du musst mir jetzt helfen. So. Ja, ich helfe dir doch. Wir sind hier lang gekommen, dann waren wir hier. Dann müssen wir jetzt vorsichtig sein und einfach mal gleich nach rechts gehen, Odi. Na, wir sind nicht da. Ich hab dich verloren, Brex hier. Hä? Komm zur Bühne, halt dich ganz an der Wand. Na gut. Nein, nicht da lang. Okay, sehr gut, Odi, komm her. Hier rüber. Oh. Okay, wir sind Wir sind auf jeden Fall auf der anderen Seite. Was ist das denn hier? Die Tür geht nicht auf, Odi. Oh Mann, ey, wir brauchen den Schlüssel oder so. Wo kriegen wir den denn her? Gute Frage. Oh, hier ist die Bühne. Okay, Odi, vielleicht passiert ja jetzt nichts, wenn wir jetzt... Ah, Odi, lauf! Er kommt, Odi, lauf so schnell du kannst. Er kommt. Bist du hinter mir? Ah. Okay. Oh Gott. Hast du dich versteckt? Ich hab ihn ausgetrickst.
Ich bin am Anfang wieder. Service. Hä? Wo ist hinter mir, Brixie? Da ist irgendwas gelaufen, Odi. Oh, oh. Er kommt. Odi, lauf. Hier lang. Ah, Odi. Wir müssen hat hier... Hat er dich? Nein. Hat er dich? Komm raus da. Nein, er läuft uns hinterher. Oh, er ist immer noch da, Odi. Wir müssen noch ein bisschen aushalten, verdammte Axt. Wo bist du? Wow, er hat mich. Okay. Odi? Oh nein. Oh, oh, Leute, er hat schon wieder Odi gefangen. Ich muss ihn irgendwie austricksen. Du kriegst mich nicht, du Blödmann. Ich bin viel schneller als du und ich bin viel klüger als du. Oh, er ist immer noch hinter mir. Was ein Doofkopf. Nein, 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 nein. Ich muss im Kreis laufen, dann kriegt er mich schon nicht. Haha, du Blödmann. Und? Oh, der ist immer noch hinter mir. Odi, was soll ich tun? Wo bist du? Odi. Ich bin tot. Nein, nein. Du musst einfach nur 1 Minute und 50 Sekunden überleben. 1 Minute und 50 Sekunden? Woher weißt du das denn? Wir haben rechts oben eine Zeit. Aber die geht doch nach oben und nicht nach unten. Die geht nach... Ach ja, stimmt. Oh nein, Odi, er verfolgt mich immer noch. Oh, noch ein Monster hinter dir, Brixie. Wie viele Monster verfolgen mich denn jetzt? 2. Aber wieso denn so viele? Ich weiß es nicht. Oh nein, oh nein. Oh, der ist immer noch hinter mir. Odi, was soll ich tun? Ich weiß es nicht, Brixie. Ich hab die fast abgehangen. Sehr gut. Oh, nein, nein, nein. Odi, Odi. Sind wir für immer hier gefangen? Ich weiß es nicht, aber irgendwas müssen wir doch hier drücken können, Odi. Ich kann nur die Taschenlampe anmachen. Ich auch. Hey, Odi, wir müssen wirklich die Augen offen lassen. Wir haben irgendwas übersehen. Leute, ihr müsst uns unbedingt helfen. Was haben Odi und ich übersehen? Wenn wir auf die Bühne gehen, verfolgen uns die Monster. Aber wir müssen... Odi, komm mit. Wo bist du? Ja, wo bist du? Ja, komm mit. Ich habe eine Idee. Wir müssen uns einfach mal rechts halten. Vielleicht können wir ja hier irgendwie... Nein, hier lang. So, Odi, dann gehen wir hier rein. Und dann müssen wir uns rechts halten. Da war irgendetwas. Warte. Du bist aber links gegangen. Ja, nur hier. Pass auf, jetzt rechts halten, Odi. Wenn wir jetzt hier rausgehen, darfst du dir auf gar keinen Fall anschauen, okay? Na gut. So, sehr gut. Okay, hier drüben ist der Ausgang anscheinend. Schau mal, es schneit. Ich sehe Sprecks hier. Das heißt hier... Oh, oh. Odi, hier, das ist der Ausgang, aber wir kommen hier nicht raus. Hilfe! Lasst uns raus! Was passiert? Nein, hier ist die Bühne, da dürfen wir nicht lang. Komm mit. Mann, irgendwas haben wir übersehen, Odi. Aber was denn? Ich weiß... Hier! Guck mal hier, hier müssen wir drücken. Du hast recht. Ich habe gedrückt und nu? Was ist jetzt passiert? Was ist irgendwas passiert, Odi? Ich weiß nicht, Brixie. Okay, ich habe gedrückt. Vielleicht müssen wir zum Anfang gehen. Vielleicht hat das etwas aktiviert, Odi. Dann los. Wo war der Anfang? Hier drüben, komm schnell. Funktioniert jetzt etwas? Mann, das gibt's doch nicht. Das heißt, wir müssen auf die Wände schauen, Odi. Wir können Sachen drücken. Ich hab's gesehen. Vielleicht hier. Was ist das hier? Okay, hier müssen wir nichts drücken. Vielleicht müssen wir die... Nee, auch nicht. Mann, Odi, dieser Knopf hat irgendwas gemacht. Wir wissen nur nicht, was. Das ist eine gute Frage. Leute, was könnte der Knopf getan haben? Wenn du eine Idee hast, musst du mir das unbedingt unten in die Kommentare schreiben. Schau dir jede Toilette genau an, Odi. Ich schau sie genau an. Oh, Odi. Odi, da ist ein Monster. Oh. Vorsichtig, Odi. Bleib ruhig. Okay, ich bewege mich nicht. Bleib ruhig, nicht bewegen. Mach die Lichter aus, Odi. Hab ich. Vielleicht sehen die uns bei Nacht nicht, Odi. Oh, oh. Oh, er kommt. Kommt er mir hinterher? Nein, mir! Odi, lauf! Oh, nicht schon wieder. Ich habe keine Lust mehr.
Odi, lebst du noch? Mann, ich bin hinter dir, Braxia. Oh, bring ihn doch nicht zu mir. Wo soll ich denn dann hin? Oh, du Dussel. Du sollst hier verschwinden. Odi, komm her, komm her, komm her. Ich bin wieder bei der Bühne. Bei der Bühne? Bist du lebensmüde? Ja. Oh, der ist genau hinter dir. Warte, ich drück den Knopf. Vielleicht passiert jetzt was. Ist was passiert? Hilfe, ist hier jemand? Hilfe! Warte mal, wo ist der? Au! Ich hab den Knopf gedrückt, Odi. Hinter dir, Braxi! Oh! Das ist ein Kind, das bewegt sich! Das Kind bewegt sich? Mhm. Oh Gott, oh Gott. Ist der auch böse? Woher kommt denn das Kind jetzt her? Vielleicht musste ich den Knopf hier doch drücken. Hallo Kind, halt ihn auf! Oh, Kind, halt ihn doch auf! Ich dachte, wir sind ein Team. Oh Gott, ich habe keine Ahnung, Odi. Ich habe wirklich keine Ahnung, was wir hier tun sollen. Ich auch nicht. Da hab ich... Oh, da war noch etwas Grünes. Vielleicht muss ich ja dahin. Hallo? Wo kannst du mir helfen? Bitte. Oh, jetzt verfolgen mich zwei. Die sehen mich nicht, Odi. Die sind stehen geblieben. Hey. Okay, Odi. Ich bleib jetzt einfach hier. Wenn du am Anfang bist, hole ich dich ab, okay? Okay. Versteck mich, Odi. Versteck dich, sei leise. Und hier lang. Oh, oh, der dritte Bär bewegt sich jetzt auch. Okay, wir müssen das nur noch überleben, Odi. Ich hol dich gleich. Was machen die hier? Oh, oh nein. Wie hat er mich denn gesehen? Das macht doch gar keinen Sinn, Odi. Der kommt ja aber nicht hinterher. Er hat dich nicht gesehen. Hat er mich nicht gesehen? Okay. Oh Mann. Ist er noch hier? Die sind alle noch hier, Braxia hier. Okay. Ich schleiche mich einfach an dem vorbei. Hier muss es doch noch irgendeinen Hinweis geben. Irgendwas, was ich drücken muss, Odi. Was? Ist er hier? Der Bär kommt, glaube ich, in deine Richtung. Aber der bleibt stehen. Ich mach das Licht aus. Hallo, Bär? Da kommt hier gar nicht rein. Ich glaube, der ist viel zu dick. Mann. Hier muss irgendwas sein. Irgendwas übersehen wir, Odi. Hilf mir doch. Da ist die Ente! Ente, kannst du mir helfen? Oh, oh, Ente kann mir doch nicht helfen, die blöde Ente. Oh nein! Nicht schon wieder. Oh nein, oh nein, oh nein. Notfall, Notfall. Ich muss sofort zu Jimmy. Oh Gott, Leute, ihr werdet mir nicht glauben, was passiert ist. Das muss ich jetzt sofort Jimmy erzählen. Da ist er ja. Oh Mann. Oh, ich hoffe, er glaubt mir das, Jimmy. Jimmy. Rudolf, was bist du, Mann? Braxi, du nervst mich. Lass mich mit Rudolf alleine. Jimmy, es wird bald keinen Rudolf mehr geben. Und auch nicht dich und auch nicht mich. Sag sowas nicht, nimm das zurück. Rudolf ist dein bester Freund. Ich habe einen Brief bekommen und schau mal, was da drin steht. Ich lese es dir vor. Braxi, okay. Hier ist der Horrorclown. Du hast mich getötet, aber ich bin zurück. Ich werde auf dich zukommen und dir ein Friedensangebot machen. Wenn du ablehnst, sterben alle. Dein Horrorclown. Jimmy, was sollen wir tun? Ist nicht meine Sache. Du musst das annehmen. Du musst einfach nur das Friedensangebot annehmen und dann ist alles wieder gut. Lass mich jetzt in Ruhe. Du blöd Mann. Du kannst mich doch nicht allein lassen. Du hängst da genauso mit drin. Ich häng da gar nicht mit drin. Sag mir Bescheid, für was du dich entschieden hast. Aber ich mache jetzt erstmal meine Hausaufgaben. Aber was, wenn das Friedensangebot... Oh, kann dich nicht hören. Jimmy, mach die Tür auf. Du musst mir helfen. Oh Mann, jetzt red doch erstmal mit dem Clown. Vielleicht ist er ja ganz nett. Der Clown war aber nie nett. Der hat immer Fallen gestellt, du Trottel. Ja, aber du ihm auch, oder nicht? Nein, wir haben ihn getötet, weil er uns angegriffen hat. Reden ist immer eine Lösung. Der kommt bestimmt später vorbei. Und komm nicht zu mir. Nee, ich schließe ab. Tschüss. Oh Mann. Leute, der Horrorclown ist wieder da und er will mir ein Friedensangebot machen. Und du musst mir dabei helfen, weil Jimmy mir nicht helfen will. Ich weiß nicht, was ich tun soll. Lass auf jeden Fall erstmal ein Like und ein Abo da und schau das Video bis zum Schluss, damit du erfährst, was passiert. Oh, ich muss schnell nach Hause gehen, bevor der Horrorclown kommt.
Ich muss mir sein Friedensangebot anhören. Und nachher heißt es, ich muss einen meiner Freunde töten. Oh nein, ich möchte das nicht tun. Ich möchte auch nichts mit dem Horrorclown zu tun haben. Ich schließe jetzt erstmal meine Türen ab. So, und die nächste Tür hier. So, okay, alles ist sicher. Oh, vielleicht kommt er auch durch den Keller, aber... Oh, ich hoffe, alles ist zu. So, jetzt muss ich eigentlich nur noch warten. Vielleicht will er ja nur was Gutes und nichts Böses. Oh Mann, was meint ihr? Soll ich dem Horrorclown vertrauen oder nicht? Oh, ich weiß es gerade nicht. Oh Mann, ey, ich glaube... Oh, Leute, seht ihr das? Oh nein, oh nein, oh nein. Das ist der Horrorclown. Okay, Braxy, ich muss jetzt ganz ruhig bleiben und ganz stark. Ich darf nicht ängstlich wirken, weil das sieht er dann und das spürt er. Okay. Horrorclown! Du hast meinen Brief bekommen, ja? Ja, genau. Dein Brief, den habe ich bekommen. Und ich bin bereit, mir dein Friedensangebot zu hören. Ja. Ich brauche ein Zuhause. Nein, du kannst nicht bei mir wohnen. Das geht nicht. Also ist dein Haus sicher genug, ja? Hey, hör auf, mein Haus kaputt zu machen. Was? Siehst du, das Problem habe ich auch. Ich brauche ein sicheres Haus. Okay. Und wenn du es schaffst, das Haus sicher zu machen, dass ich nicht reinkomme, dann lasse ich dich in Ruhe und also, deine warte. Freunde. Du brauchst für dich ein sicheres Haus? Und wenn ich dir ein sicheres Haus gebaut habe, lässt du mich in Ruhe, richtig? Genau, und ich werde versuchen, alle Fallen durchzubrechen. Und wenn ich es schaffe, dann ist das nicht sicher. Und dann bist du aufgegessen. Okay, ich nehme dein Angebot an. Gib mir 20 Minuten, okay? 20 Minuten? Du kriegst gerade mal 25 Minuten. Und ich nehme deinen Obstkuchen mit. Hey. Okay, Leute, ich weiß nicht, ob ich ihm vertrauen kann. Ich weiß nicht, ob ich ihm glauben soll, dass er uns dann in Ruhe lässt. Vielleicht benutzt er das Haus ja dann als sichere Basis, um uns anzugreifen. Aber ich habe wohl keine andere Wahl. Ich muss sofort zu Jimmy rübergehen und ihm sagen, dass er mir helfen muss. Und dann bauen wir ihm ein sicheres Haus. Aber wo? In der Stadt ist kein Platz. Ich hab's! Ich baue ihm ein sicheres Haus ganz weit weg von unserer Stadt. Dann kann er kommen und dort leben und uns in Ruhe lassen. Oh, das wird richtig cool. Wenn du mal zusammen mit uns ein sicheres Haus bauen möchtest, dann musst du jetzt in die Kommentare schreiben, dass du es machen möchtest. Und schau das Video bis zum Schluss, denn am Ende verrate ich dir einen geheimen Code, den keiner kennt. Und wenn du ihn unten reingeschrieben hast, bist du der glückliche Auserwählte. Oh, das ist richtig cool. Also, schau das Video nur bis zum Schluss. Und jetzt gehe ich erstmal zu Jimmy. Jimmy! Hey, Braxy, willst du mitspringen? Nein, komm schnell runter, ich muss dir was erzählen. Nein, ich kann nicht, warte noch, das macht voll Spaß. Und springen und springen und springen und springen. Es geht um Leben und Tod. Na schön, ich komm ja, warte. So. Dann los. Ich bin doch da, was ist denn, was hat der Clown gesagt? Okay, der Clown war bei mir hinten im Garten und er hat gesagt, ja, dass er uns für immer in Ruhe lässt, auch dich. Wenn wir ihm ein sicheres Haus bauen. So sicher, dass nicht mal er selber reinkommt. Und wenn wir es nicht schaffen und er reinkommt, wird er alle essen. Und wenn wir nicht ein sicheres Haus bauen, wird er wieder alle essen. Ach, warte, ich klopf dir auf die Schulter. Du schaffst das schon. Hä? Jimmy, du musst mir dabei helfen. Es geht auch um dein Leben. Ja, okay, na gut, ich helfe dir. Aber eigentlich wollte ich Hausaufgaben machen. Du erzählst das dem Lehrer dann, okay? Okay, ich erzähle es dem Lehrer, aber wir müssen jetzt einen Platz finden, ganz weit weg von unserer Stadt. Und dort fangen wir an zu bauen, okay? Ich kenne da einen Platz, da war ein Friedhof, da fühlt er sich bestimmt wohl. Aber das ist zu nah dran. Ich würde sagen, du holst die Materialien, alles, was ein Haus sicher macht, und wir treffen uns gleich, okay? Okay, bis gleich. Bis gleich, komm schon, Jimmy, beeil dich. Heim mich doch. Ich brauche ganz viele Gegenstände, Leute. Oh Mann, ich hoffe, ich baue das sicherste Haus. Und du kannst es vielleicht sogar nachbauen. Das wäre mega cool. Und wenn du das Haus nachgebaut hast, kannst du mir auf Instagram folgen und mir dein Haus schicken, wie du es nachgebaut hast. Das wäre mega cool. Aber jetzt brauche ich erstmal meine sicheren Gegenstände. Oh, Leute, wir haben eine perfekte Stelle gefunden, Jimmy und ich. Schaut mal, wir sind ganz weit weg von der Stadt und hier ist überall nur Wald. Stimmt's, Jimmy?
Genau. Und wir haben ganz viel Materialien besorgt. Schaut mal, wir haben hier einen Kameramonitor, ganz viele Kameras, Laserstrahlen, Laserpanels, auch Spike Traps, das sind so Fallen. Ich zeige euch das mal kurz. So, wie wenn wir das auf dem Boden platzieren und rüberlaufen. Aua, seht ihr das? So, das muss ich jetzt einmal kurz abbauen. Hast du mir getan. So, dann haben wir hier drinne noch ganz viele Käfigfallen. Natürlich auch große Fernseher, damit er in die Kameras schauen kann. Ein Bürostuhl, Bärenfallen. Wenn jemand da drauf tritt, ist er für immer gefangen. Wir haben ihm auch eine Pistole gekauft. Ich weiß aber nicht, ob das so eine gute Idee ist, Jimmy. Was, wenn er die gegen uns verwendet? Nicht gut, nicht gut. Du hättest daran nachdenken sollen. Du hast recht, aber vielleicht gewinnen wir sein Vertrauen dadurch. Hier haben wir ganz viele Lava-Eimer, dann haben wir Fallgruben, noch mehr Laser und hier haben wir ganz viele Käfigfallen und Kaktusse und Treibsand. Also hier ist überall Treibsand. Sehr gut, Jimmy. Okay, was für ein Clownshaus sollen wir ihm denn bauen? Wie wär's, wenn wir ihm ein buntes Haus bauen mit so, du weißt schon, Beton und so. Oh, du hast recht. Dann lass uns direkt mal anfangen. Gib mir ein paar buntes Beton. Erstmal musst du das Grundgerüst machen. Wir müssen Lava und so drumherum machen. Komm. Du hast recht, aber wir wissen doch noch gar nicht, wie groß das Haus sein wird. Wir können es ja ungefähr ausdenken. Okay, komm. So, dann bauen wir hier erstmal überall Lava. Was ist das? Hä? Oh nein. Was ist das? Das ist Eiswasser. Eiswasser? Kann man das trinken? Nein, das müssen wir zumachen, sonst kommt das Lava da nicht durch. Oh Mann, ich wollte was Slurp-Eis haben. So, wir bauen jetzt hier einmal ein Viereck, oder? Genau. Oh, das wird jetzt richtig spannend werden, Leute. Okay, du machst das Viereck, ich hole die Lava-Eimer. Okay. So, wo waren die? Hier war einer, so. Dann haben wir hier noch ein paar. Müssen wir jetzt alle drumherum platzieren. Sehr gut, fertig. Jimmy. So, jetzt müssen wir hier weitermachen. Sollen wir zwei oder eine breit machen? Eine reicht, oder? Weiß nicht, musst du entscheiden. Ja, eine reicht. Wir müssen das jetzt nur noch mit Lava befüllen. Komm schon. So, der letzte Block und fertig. Oh, Leute. Wir haben das Clownhaus fertig gebaut. Ich kann es kaum erwarten, euch das mal jetzt zu zeigen. Seid ihr gespannt? Aber lasst vorher noch einmal ganz kurz ein Like da. Das würde mich wirklich unterstützen. 3, 2, 1, liken! Oh, ihr seid die Besten. Also, ich zeige euch jetzt das Horrorhaus. Jimmy, wie findest du es? Ich find's cool. Das okay. Sieht richtig cool aus. Ich dreh mich jetzt um. Und tada! Wow, Leute, schaut mal. Wir haben einfach einen Horror-Clown-Kopf gemacht. Und das Ganze haben wir als Haus verpackt. Und drumherum haben wir noch ein paar Kakteen auf das Sand gelegt. Weil dann, wenn man hier gegenkommt, aua, tut's weh. So, und hier so ist das Haus von innen. Wir brauchen jetzt hier noch eine richtig coole Inneneinrichtung. Paar Laser und eine Tür. Jimmy, hast du die Special-Tür, die ich danach gefragt habe? Warte mal, meinst du etwa die special, super, duper krasse Tür? Genau, die brauche ich einmal kurz. War das die da? Nein. Oder doch die da? Nein, das war die hier. Perfekt, danke, Jimmy. Bitte. Ja, hier machen wir jetzt die Special-Tür ran. Ich brauche noch eine. Oh, du Blödmann. Her damit. Mann, die waren teuer. Ich muss die jetzt immer suchen wegen dir da. Perfekt, du bist der Beste, Jimmy. Ja, aber unser Leben hängt davon ab. So. Hello. Oh, schau mal, Jimmy. Wie sieht cool. Sieht schon echt cool aus. Okay, wir brauchen jetzt Laser. Wo waren die Laser? Hier drüben, Jimmy. Die waren in der Kiste drin. So, hier und Kameras. Okay, die Türen lege ich jetzt erstmal hier hin. Dann nehme ich ein paar Panels, Kameramonitore. Das lege ich auch weg. Und wir brauchen natürlich auch Laser. Hier. So. Wartet, wir haben es gleich. Perfekt. Okay, Jimmy, wir müssen noch ein paar Laser platzieren. Hast du eine Idee, wie wir das jetzt machen können? Ey, du Trottel, wir kommen hier doch gar nicht durch. Ja, wir machen da gleich einen Eingang, Robert. Erstmal muss hier überall Stacheldraht hin. Mann, ich muss da aber jetzt durch, Jimmy. Komm schon. Warte, ich habe eine Axt dabei. Ich mach das kurz weg, aber dann musst du rüberspringen, okay? Okay, so. Und Sprung. Perfekt. Ich würde sogar tatsächlich sagen, dass wir ein Laser hier oben platzieren. Schaut mal, genau da drunter.
unter die Nase, dann hat er Nasenlöcher. So wie du. Und hier ein. Und das zweite würde ich genau hier platzieren. Boah, Timmy, schau mal. Jetzt hat er Nasenlaser. Boah, mit den Stacheldraht sieht das richtig cool aus. Und auch gefährlich. Ich habe natürlich noch die Fallen vergessen, Jimmy. Die müssen wir irgendwo hier drumherum machen. Du hast recht, ich benutze die Käfigfallen einfach. So, perfekt. Ich mache die Käfigfallen und du machst die Inneneinrichtung. Benutze die Stühle und die Monitore, die du da drin hast. Alles klar. So, Leute, wir müssen jetzt hier ganz viele Käfigfallen platzieren. Wenn einer hier rüberläuft, wird er sofort gefangen genommen. Ich glaube, ihr kennt das Ganze schon. Aber ich kann es euch gleich gerne mal zeigen. Aber das ist schon ein bisschen gefährlich. So, die müssen jetzt wirklich überall hier platziert werden. Einmal hier. Einmal am Eingang haben wir. Dann einmal hier. So, sehr gut. Vielleicht hier noch ein. Zack. Und dann müssen wir noch die Bärenfallen dazwischen machen. Boah, das wird richtig gut. Jimmy? Wie weit bist du? Fast fertig. Bist du sicher? Ja. Okay, ich bin auch gleich fertig mit meinen Fallen. So, eine hier hin, eine hier hin, eine hier drüben. Und ich würde sogar sagen, einige noch hinten. Weil falls der Clown versucht, von hinten einzubrechen, haben wir hier noch ganz viele Bärenfallen. Und natürlich auch Käfigfallen. So, und hier drüben auch noch. Wartet. Ach, ich würde sogar tatsächlich sagen, ich mache die Löcher zuerst. Dann kann ich die einfach platzieren. Das ist einfacher. So, hier drüben. Hier. Hier. Das müsste reichen. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Hier auch noch ein. 7. Sehr gut. Jimmy, wie weit bist du? Fast fertig. Oh, sehr gut. Und hier auch noch ein. So. Jetzt holen wir nur noch die Bärenfallen. Wo waren die Bärenfallen? Hä? Ach, hier. Mein Fehler. So. Und die machen wir natürlich am Anfang. Überall. Falls er auf die Idee kommt, an den Fallen vorbeizulaufen, haben wir hier noch überall Bärenfallen. So. Und hier auch nochmal. Hier drüben. Hier und hier. Ich zeige euch das Ganze mal. Wenn ich jetzt über die Bärenfalle laufe, fängt mich die Bärenfalle sofort auf. Schaut mal. Aua! Aua! Ah! Ah, ich bin gefangen! Nein, nein! Aua, 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 aua! Ah, so. Okay, Jimmy. Hier sieht's sicher aus. Wie sieht's bei dir aus? Sieht auch gut aus. Boah, mega cool. Das hast du sehr gut gemacht. Und hier sind auch... Oh, du hast sogar einen Pool platziert für ihn. Genau. Okay, dann mache ich jetzt die Kameras. Wow! Ein Gewitter zieht auf, Jimmy. Wir müssen uns beeilen. Wie viel Zeit haben wir noch? Weiß ich nicht. Der wird schon kommen. Hier einmal. Die Kamera aktiviere ich hier drüben. Und ich würde sogar sagen, wir platzieren noch 2 Kameras hinten. So. Eine hier drüben. Und eine hier drüben. Dann kann er überall sehen, wenn was ist. Einmal verbinden. So, sehr gut. Wir schauen mal rein. Okay, das ist die vordere Kamera. Die funktioniert auf jeden Fall. Sehr gut. Jetzt nur noch einmal die hintere Kamera. So. Auch sehr gut. Sie funktioniert super. Perfekt. Wir haben alles im Blick. Okay, Jimmy. Ich komme mit... Aua. Clown. Deine Jimmy, der Clown ist da. Abgelaufen. Jimmy? Und Jimmy hat sich in die Hosen gemacht. Aber schau mal, wir sind schon sehr gut vorangekommen. Ich werde das testen jetzt. Nicht jetzt, gib uns doch noch 5 Minuten. Ich habe noch was richtig Cooles für dich vorbereitet. Na schön, ich komme wieder. Oh, okay. Mann, Jimmy. Jimmy, wo hast du dich versteckt? Jimmy, wo bist du? Jimmy, wo bist du? Oh nein. Was hast du denn da gemacht? Der Clown hat mich hier eingesperrt, der Blödmann. Hey, du warst doch gerade noch nicht da. Komm da raus. Hilf mir. Warte. Da oben jetzt. So. Mann. Aber die Falle funktioniert auf jeden Fall. Du musst aufpassen. Ich habe hier überall Fallen platziert. Komm schnell rein. Komm schnell rein. Der Clown meinte, wir haben nur noch 2 Minuten. Nur noch 2 Minuten? Ja. Okay, ich muss die anderen Gegenstände holen. Ah, ich muss mich beeilen. Wenn wir noch 2 Minuten haben, dann ist das ja gar nicht mehr so lang. Lava haben wir schon benutzt. Die Pistole braucht er. Sehr schön, die Pistole. Okay.
Und was haben wir hier noch? Mann, Jimmy, wo sind die? Wo sind die Spikes hin? Die müssen da irgendwo drin sein, in den Truhen. Nein, die sind hier nicht drin. Du hast die Spikes. Gib sie her. Oh, stimmt. Ich hab sie mal runter. Ja, jetzt. Oh Mann, Jimmy, komm schon. Gib mir die Spikes. Nimm die Erde. Los. Okay, also hier hast du Spikes. Hier hast du noch die Spikes und die Spikes. Ich nehme... Oh, sehr schön, Jimmy. Wo hast du die anderen Spikes her? Die habe ich gefunden. Die waren im Angebot. Die platziere ich jetzt überall hier außen rum. So. Oh Mann, ich glaube, ich schaffe das nicht. Ich muss so laufen. Du machst die ganzen Kakteen kaputt. Du hast recht. Dann platziere ich sie halt an den Wänden. Das ist gut. So an den Seiten. Sehr gut. Oh, tut mir leid. Oh, ich muss aufpassen. Und hier machen wir noch Spikes hin. Und... Aua, 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 au. Oh, oh. Jimmy, das ist sehr gefährlich gerade hier. Ich sehe, das ist echt richtig gefährlich. Ja. Hier drüben. So. Au, 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 aua, 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 aua. Aua, Mann, ich muss hier aufpassen. Ah, meine eigenen Fallen tun mir weh. Aua! Mann, Jimmy! Ich kann dir da nicht helfen. Du musst schon selber aufpassen auf dich. Vorsichtig. So, hier drüben. Hier sind überall Fallen, die ich selber platziert habe. Ich hoffe, der Clown kommt nicht durch. So, perfekt. Und jetzt noch hier drüben. Oh, ich glaube, wir haben jetzt das sicherste Haus gebaut. Und Leute, vergesst nicht, ihr könnt dieses Haus nachbauen und mir auf Instagram schicken. Mein Profil findet ihr auf in der Videobeschreibung. Jimmy, folgst du mir schon auf Instagram? Vielleicht. Ja, was heißt denn hier vielleicht? Folg mir, du Dussel. Das musst du herausfinden. Oh Mann. Okay, so. Das machen wir jetzt noch hier so rum. Boah, ich glaube, das Haus ist mega sicher. Ich glaube, er wird stolz auf uns sein, Jimmy. Wenn solange du nicht drauf gehst, das stimmt. So, okay, Jimmy, du kannst das jetzt hier zumachen, komm. Komm rein. Zu. Pam! Pam! Hey, hör auf, mit deiner Nerfgun rumzuknallen. Oh. Hast du Glas? Können wir das nicht zumachen mit Glas? Doch, aber das muss ich kurz holen, ich komme gleich wieder. Warte. So, bis gleich. Bis gleich. Okay, Leute, wir haben ein super, super sicheres Haus gebaut. Wir haben Laser, Lava, Kakteen, Fallen, Bärenfallen, Gefängnisfallen, sichere Türen, Kameras. Was? Also eigentlich? Und eine Pistole. Also eigentlich könnte uns nichts passieren. Jetzt warte ich nur noch auf die Fenster von Jimmy. So, und dann ist alles sicher. Und der Clown lässt uns für immer in Ruhe. Oh, das ist super cool. Der Clown ist auch ganz weit weg von unserer Stadt. Und nicht vergessen, ich verrate dir gleich einen geheimen Code. Den musst du unten in die Kommentare schreiben. Dann kannst du mal mit uns zusammenspielen. Der Clown ist da. Clown! Ich sehe, bist du fertig. Aha. Kannst du mir sagen, wie du das Haus findest? Aua. Sehr schön. Mir gefällt das. Aber deine Oh, Mann. Du bist gefangen. Das Haus funktioniert, siehst du? Bin ich das wirklich? Oh nein. Aber ich habe dir doch eine Pistole gekauft, damit kannst du schießen. Aua, aua, auf, ach, das tut weh, du Blödmann. Dann muss ich neu mich koordinieren. Du kommst hier nicht rein, das Haus ist ultrasicher. Es ist das Jimmy, wirklich? Beeil dich. Das Haus ist sicher. Weißt du, was ich hab? Du hast auch eine Pistole. Aber du kannst das Haus nicht kaputt machen, versuch's doch. Siehst du? Bist du dir sicher? Das Haus hat sicheren Beton. Oh, ganz sicher? Das war nicht abgemacht, Clown. Na schön, den hebe ich mir noch auf. Außerdem ist das dein Haus, wenn du es jetzt kaputt machst, ist das nicht mehr sicher. Reinkommen. Au, 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 au. Ah, ich brenne. Das tut weh. Das hast du schlecht gemacht. Was hast du denn hier? Und die Tür ist panzergesichert. Du kommst hier niemals durch. Lass mich rein. Aber versprichst du mir, dass du mich dann in Ruhe lässt und meine Freunde? Ja, natürlich. Kann ich dir glauben? Na klar. Leute, können wir dem Clown vertrauen? Was meint ihr? Wenn wir dem Clown vertrauen können, schick ein gelbes Herz in die Kommentare. Wenn nicht, dann ein rotes Herz. Dann weiß ich, dass es ein Alarmzeichen ist. Los!
Okay, Clown, wir haben das Haus ja schließlich für dich gebaut. Sehr schön, du hast mich reingelassen. Hände hoch. Das ist dein Hände Haus. Hoch. Okay, okay, warum denn, Clown? Du versprichst mir jetzt, dass du mir immer dienen wirst. Das war nicht abgemacht, Clown. Ich bin dein König, hurra! Du hast gesagt, wenn wir dir ein Haus bauen, lässt du uns für immer in Ruhe. Und das tust du auch, hast du mich verstanden? Brexy, abonniert Brexy.